Hallo Frankfurt, liebes Publikum, hier in der Reihe Carte Blanche, die ich kuratieren durfte für das Filmmuseum und freue mich, dass ihr so zahlreich da seid. Ich hoffe, ihr seid zahlreich da. Wir zeigen heute Abend einen Film von Pino Solanas, La Hora de los Hornos, die Stunde der Hochöfen. Ein Film, der den Aufbruch des lateinamerikanischen Kinos kennzeichnet. Es war ein Film, der nicht nur ein Film, sondern auch Revolution war. Es war ein Film, der so ein Selbstwertgefühl des lateinamerikanischen Kontinents hatte. Es fand dann auch eine Bündelung durch das Filmfestival in Kuba, ein Ort, der nicht Cannes hieß, sondern Havanna, wo sich die Filmemacher, die politischen Aktivisten trafen. Es war politisches Kino und ich war in dieser Zeit, dass ich diesem Film begegnete, in den Anfang der 70er, ebenfalls in einem Filmkollektiv, das aufgebrochen war, politische Filme zu machen, die Medienwerkstatt Freiburg. Wir waren 7 Filmemacher, wir haben uns über die Politik, über den Kampf gegen das AKW in Wiel, wir haben sozusagen diese Kulturveränderung in den 80er Jahren durch den Punk, durch die Hausbesetzung, durch die späten 68er-Einflüsse, den Kampf gegen die Generation vor uns, die Elterngeneration, den Nazis noch dabei waren. All diese Art von politischem Filmbereich, der wir damals mit der Medienwerkstatt auch begannen, war frei von Zensur, frei von Bevormundung. Wir wollten unsere Produktionsmittel selbst haben, deswegen haben wir Video gedreht. Die ersten Möglichkeiten hatten wir damals. Wir wollten auch keine Redakteure mehr fragen, nur auch keine Filmförderung. Wir wollten drehen, was uns auf dem Herzen lag, und wir wollten Position beziehen, nämlich auf einer Seite der Barrikade und nicht diesen objektiven Gesichtspunkt von beiden Seiten zu beleuchten. La Hora de los Hornos war ein Film, der nach unserem Geschmack. Das war ein Film, der Haltung bezog, der Revolution war. Und Solanas, der Zeit seines Lebens auch diesen politischen Aspekt lebte, nicht nur in seinen folgenden Filmen, die er danach machte. Er kandidierte für die Präsidentschaft, er wurde angeschossen, er wurde verfolgt, er war ein Peronist, er war ein Gegner von Menem, dem späteren Präsidenten von Argentinien. Ein Vorbild des politischen Kinos, wie wir sie in der Medienwerkstatt suchten, fanden wir in La Hora de los Hornos, und jetzt ist die Stunde, wo Sie diesen Film sehen können. Viel Spaß.